Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2 Beyond Light Let's Plays. In diesem Part werden wir ein, zwei Runden Showdown machen. Und dann auch weiter geht's. Ja. Auf ein neues geht's dann hier weiter. Okay, das ging schnell. Also, ab geht's. Lass mich raten, wieder auf Netzos oder was? Ja, wieso sollten wir eine andere Map haben? Ja, dann hast du jetzt getroffen mit Netzos mehrere Maps. Ach, keine Ahnung. Fernstrand, ja, das dürfte gleich genau die gleiche Map sein, auf der wir eben gewesen sind. Beziehungsweise halt im letzten Part. Ja. Showdown. Ja, komm, nichts ist kompliziert hier. Verteidige deine Verbündeten und besiege deine Gegner. Ja gut, dann einfach. Ja komm, mach. Nein. So. Hätten wir das auch noch schnell. Das ist halt ein bisschen lästig, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen, verdammt nochmal? Naja. Kann ja auch egal sein, wenn sie dann mal hier gewinnen. Und komm weiter. In Führung. Ja, wunderbar. Das läuft zumindest mal gut am Anfang jetzt hier. Eine Minute noch. Ja, nicht sieht man. Mehr lange. Würde ich persönlich sagen, vielleicht gibt es auch Leute, die weniger wie ich drauf achten. Nummern zu ziehen. Der lässt doch. Nein. Ja, komm. Du kriegst jetzt nochmal ein paar Schaden für mich und dann weiter. Ja, komm. So viel zu der Idee. Geht anders jetzt, das wäre auch nicht wirklich nice. Es bleiben noch 30 Sekunden. Mach sie ja fertig. Vor allem, warum zur Hölle ist das jetzt schon wieder Gleichstand? Was ist denn hier los? Der Sieg ist ganz nah. Ja, wunderbar. Ja, das dann auch hauptsächlich durch mich selber. 10 Sekunden. Erledige sie. Also durch mich. Ja. Die Zahlen sprechen für sich. Die Runde geht an euch. Och, da hat der kleine Junge mich mit Telesco erledigt. Ist das super schlimm. Jetzt wollen wir ernst. Warum zur Hölle? Runde 2. Muss Telesco zu Start sein. Du liegst in Führung. Und damit beziehe ich mich natürlich auf all die möglichen Builds, die man damit haben kann. Was war das gerade? Bitte schön. Anderes Dates ist halt das so, was immer dazu sagen. Irgendwie fast genauso belasten wie Max Mypho Class. Mein Gott, mein Gott. Na gut, das ist so schön. Ja, wunderbar. Ich glaube wenigstens ein Assist sein. Ja, klar. Wow. Wer kennt's nicht? Die Waffe Automatik im Wehr. Nicht mal eine richtige Waffe hat der Typ. Eine Minute noch. So. Nicht mehr lang. Mach weiter so und der Sieg ist dein. Ja, wirklich. Wer hätte das gedacht? Wenn man die ganze Zeit am Gewinnen ist, gewinnt man auch das Netz. Was war das gerade, bitte schön? Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammenkämpft. Nichts. Da kann man nichts dran rütteln. Diese Runde geht an euch. Ja, vor allem ist das jetzt auch so ein Standard Match. Runde 3. Dass ich mich immer erledigen lasse, nachdem wir gewonnen haben. Getrieben. Naja, das haben wir jetzt eh gewonnen.
Da gibt es definitiv noch ein weiteres Match. Und das wäre es halt zu kurz. Bei 5 Minuten, das lohnt sich doch gar nicht. Mit dem Dart-Report. Das war vielleicht nicht so die beste Idee. Wow. Naja. Ja, komm. Wer hat noch? Oh, yeah. Naja, ein Kopf an Kopf ran jetzt auf Emma. Ja, komm. Ja, wunderbar. Wenn wir das jetzt halt auf Anhieb gewinnen, dann ist mir gar nichts. Eine Minute. Das schaffst du. Ja, komm, ha? Ja, gut, das. Jetzt will er mich T-Packen, obwohl er eigentlich nur überlebt hat, weil er gerade auf Tedesto noch feuern konnte. Ich meine, ich den Stück schneller erreicht, dann wäre er tot, aber okay. Fast geschafft. Kämpfe weiter und erringe den Sieg. Es bleiben noch 30 Sekunden. Mach sie fertig. Komm, nachladen bitte. Danke. Ja, komm. Risiko einfach. Warte, was? Wo ist jetzt hier wer? Holt den Sieg nach Hause. Ja, komm, natürlich treffe ich den Bastard weg. Ja, mehr von ihnen erlebe ich als sie von euch. Mehr will ich gar nicht. Aber macht es nur. Was auch immer das gerade war. Der ist besser als du. Offensichtlich niemand aus dem anderen Team. Kämpfe gegen ein anderes. So, jetzt ab aufs nächste Match und dann sind wir hier auch wieder fertig. An einem Anschein nach kann ich nicht so reden, wie ich da gerade Lust drauf hab. Danach kommt dann, glaube ich, Überleben oder sowas. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Entweder Überleben oder Konflikt, was glaube ich. Showdown. Ach, keine Ahnung. Der einzige Grund, warum ich das so mache, ist einfach, weil es leicht zu produzieren ist. Bitte sag mir jetzt, das Dorf läuft genauso wie gerade eben. Da, komm. Ja, komm. Als ob ich mich fast noch erledigt habe. Ja, komm. Ja, bisher scheint es wohl in dieselbe Richtung zu gehen. Ja gut. Perfekt Teamplay. Perfekt Game oder? Na komm, das war super unnötig. Naja. Fast da gönn die einfach die Faust. Weiter und erringe den Sieg. Ja. Ja, denkst du, du kannst dich retten oder was? Ich wollte gerade sagen, also. Exzellent. Noch ja, eine Minute. Das schaffst du. Perfekt. Hast die Runde nach Punkten gewonnen. Gut gemacht. So macht man es doch einfach. Die Gegner komplett in die Fresse schlagen. Runde 2. Keine Zeit, dich auszuruhen. Du liegst in Führung. Ist einfach komplett abgezogen wie Diebstähle. Naja, passt nicht wirklich. Ja. Yeah. Das war dumm wie Idioten. Na, schlechter Vergleich, aber trotzdem. Warum auch nicht? Na gut. Ja. Wahrscheinlich komplett. Na doch nicht. Hat immerhin was gebracht. Also das ist doch auch was. Und das gehen wir mal geführt wieder, wie es aussieht. Ja, komm.
Ja, komm natürlich Telesto. Noch eine Minute. Das schaffst du. Hey. Auf weiter. Ihr habt es fast geschafft. Ja, wirklich. Das sehe ich ja überhaupt nicht. Als ob da, als ob mir das jetzt gerade noch verlieren könnte. Ich muss dringend mehr Punkte machen. Was ist denn das jetzt hier? Sekunden. Du hast deinem Gegner das Licht ausgepustet. Ja gut, das ist aber ganz knapp. Das nehmen wir überhaupt. Ich bin, dürfen jetzt keinen Kill mehr bekommen. Ja. Jetzt geht's. Nein! Deine Gegner haben dich punktemäßig überholt. Das muss man ihnen lassen. Ja, komm. Natürlich bin ich dann der letzte Kill, den die noch gebraucht haben. Runde 3. Ist doch eine katastrophale Runde. Nicht mehr lange. Beste 3 von 5. 2 Matches, jeder ein Punkt. Das heißt, wer jetzt gewinnt, dann noch endlich zum Gewinnen. Also, ja. Nein. Was war das? Warum kann ich die Nahkampf-Lab benutzen? Ja, keine Ahnung. Ja, komm. Das wird eh nichts. Das fängt gut an, aber das heißt, solange das auch so gut bleibt. Nein, 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 nein. Nein! Oh, komm! Vor allem, ich konnte es benutzen, um den anderen die Möglichkeit zu geben, den zu erledigen. Noch ein geschickter Zug und der Sieg ist dein. Eine Minute noch, nicht mehr lange. Ja gut, ne. Irgendwie praktisch, dass ich die gerade nicht benutzt habe. Vor allem, warum hat er... Vor allem 13,50, das merke ich jetzt. Echt... Ja gut, immerhin den Typen mit einer super es erledigt. Noch 30 Sekunden. Mach sie fertig. Wenn wir es jetzt noch ordentlich hinkriegen, haben wir den letzten auch gleich. Ich bin ganz ehrlich. Ja, natürlich. Das ist nicht gerade. Das passiert jetzt gerade nicht wirklich, oder? So knapp vom Sieg und man kriegt es trotzdem nicht in den letzten zu. Jetzt geht's. Nee, oder? Nee! Ich muss hier Schluss machen. Die Punktzahl deiner Gegner gibt ihnen. Warum? Warum bin ich ausgerechnet der letzte Kill, den die gebraucht haben? Was ist denn jetzt auf immer los? Warum kriege ich keine Kills mehr? Die Gegner führen. Na und? Du hast Kugeln. Ja, bringt auch nichts. Na, wer bin. Das Tor ist echt einfach nur noch erwärmlich. So, der hat die Dämmerung, das heißt, der kommt. Genau. Kann aus dem Nichts raus herkommen und uns dann erledigen. Und warum muss das dann gerade genau dem Moment passieren, in dem ich es noch bemerke? Warum trifft das nicht? Ja, komm. Das passiert wieder eben. Ja, komm. Die Führung ist verloren. Doch es geht immer noch knapp zu. Eine Minute. Ja, herrlich. Na, wie hat das nicht getroffen? Ich bin direkt in den Spaß rein, ey. Das ist jetzt nicht gar die beste Ausdrucksweise, aber trotzdem. Ja, überhaupt eine gute. Wir haben fast gewonnen. Ja. Vor allem, warum machen die so viel Schaden? Und warum zur Hölle gewinnen die Karte auf einmal? Für den ersten Match haben wir die für 7-2 abgezogen. Jetzt in der ersten Runde. Und jetzt auf einmal haben wir gar keine Chance mehr.
hochgeschissen. Ja, natürlich treffe ich nicht. Unter den richtigen Umständen kann jeder besiegt werden. Vergiss das nicht und kämpfe. Laber nicht. In den richtigen Umständen hätten wir die komplett beerdigt. Es gibt keine aber Niederlagen, nur Lehren. Kämpfe nochmal. Ja. Ja, mal, damit würde ich auch sagen, war es das mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.